2 eV und gehen bei Zimmertemperatur Arrhenius entsprechend relativ schnell auf und zu, sehr häufig pro Sekunde. Wenn ich auf 100 oder auf 1 eV gehe, nur den fünffachen Wert, dann habe ich stabile Einheiten, die praktisch nicht mehr aufgehen. Und der Unterschied ist gar nicht so groß. Das sind immer noch chemisch gesehen relativ schwache Bindungen, 1 eV. Richtig gute Bindungen, Sauerstoffbindung, glaube ich, ist bei 5 eV. Ja. Ich komme da immer wieder durcheinander, weil ich die thermochemischen Daten, die ich im Kopf habe, sich aufs einzelne Teilchen beziehen, und deswegen schaue ich da lieber nochmal nach. Aber es sind viel deutlich höhere Werte für kovalente Bindungen, einfach doppelt-dreifach Bindungen, sprechen wir eben von 2 bis 10 eV etwa. Und da tut sich halt viel weniger als bei der 0,2 eV einer typischen Wasserstoffbrücke. Und das ist der entscheidende Punkt, jetzt rein mathematisch gesehen. Sie können diese Geschwindigkeit fürs Auf- und Zugehen von den Bindungen über Arrhenius abschätzen. Und wenn Sie den Zahlenwert einsetzen, kommen Sie halt für die 0,2 eV auf sehr hohe Raten, mehrere 10 hoch irgendwas pro Sekunde. Und bei Werten für kovalente Bindungen passiert es halt praktisch nicht bei Zimmertemperatur. Ein Wasserstoffmolekül bleibt intakt und man braucht schon eine Knallgasreaktion, damit sie zündet. Also man kann da Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch in einem Ballon hier halten, solange man nicht mit der Kerzenflamme hingeht, explodiert er nicht. Ich würde es trotzdem jetzt nicht tun, weil so ein bisschen statische Aufladung schon reicht und das Ding fliegt einem um die Ohren, aber solange man keine Aktivierung hat, bleiben die Moleküle intakt, und das sieht man halt daran, dass dieses Knallgasgemisch nicht hochgeht. Und das haben Sie wahrscheinlich schon oft gesehen, im Fernsehen oder auch live. Den Knallgasballon haben wir auch in der Schule gesehen. Unsere Lehrerin war da mutig und hat den gefüllt und dann im Bunsenbrenner gehalten. Und die Tatsache, dass man füllen kann und den Bunsenbrenner halten muss, heißt, zeigt, dass die Moleküle intakt geblieben sind bis zur Bunsenbrennerberührung. Da ist dann eine sehr hohe Temperatur, kann man auch wieder in Arrhenius einsetzen und sieht, gut, dann habe ich aber gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass von den vielen, vielen Molekülen oder in der Gegend von 10 hoch 23 Molekülen in dem Ballon drin, da gehen dann ein paar kaputt und dann geht's los, die Kettenreaktion. Also solange die Temperatur niedrig ist, passiert nichts. Und die Bindungen im Wasser sind so niedrig in der Energie, dass sie bei Zimmertemperatur praktisch dauernd auf und zu gehen. Und das ist der Unterschied, darum ist Wasser flüssig, darum ist ein Stück Marmor fest und ja, darum funktioniert die Welt so, wie sie. Nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen funktioniert die Welt so, wie sie ist. Aber um was ging es da bei diesem Love and Hate Water? Von dem Typ, was wollte er überhaupt zeigen damit? Der hat gezeigt, dass Wasser Emotionen aufnehmen kann. Und Sie finden, wenn Sie auf YouTube gucken, ich habe da gestern ein bisschen rumgeschaut, es gibt Leute, die sagen, Wasser nimmt Informationen auf und speichert das, auch so Informationen wie Wärme, Güte, Schönheit. Wenn man jetzt einen Strauß Blumen ins Wasser stellt und wieder rausnimmt, dann hat das Wasser die Information schöne Blumen gespeichert. Und der cool, das kann sogar werten, das Wasser. Ja, ich frage mich, wo das japanische Wasser Englisch gelernt hat, weil er hat Love und Hate draufgeschrieben. Ja. Oder mit dem Reis. Und das Eis in der Love-Flasche war dann schön glatt, harmonisch, und das in der Hate-Flasche war total wirr und dunkel und wird auch merkwürdig fotografiert. Auf Wikipedia habe ich gelesen, dass auch der Emoto selber das nicht reproduzieren konnte und auch niemand sonst kann es reproduzieren. Es ist ein Experiment, das man leicht machen kann. Es ist nicht so, dass man sagen muss, der Herr Emoto hat das mal gemacht, man kann es ja selbst machen. Es hat ja jeder einen Gefrierschrank daheim oder zumindest ein Gefrierfach. Man kann 2 Flaschen nehmen, das draufschreiben, Wasser reintun und schauen, ob man einen Unterschied merkt. Und wenn man es genau nimmt, muss eine Person das draufschreiben, dann abdecken und die Person, die das Wasser einfüllt,
darf nicht wissen, welche die Love- und welche die Hate-Flasche ist. Also man müsste da auch verblindete Studie machen. Und am besten mit 5 Love- und 5 Hate-Flaschen, damit man keine Zufallseffekte hat, die man aufsitzt. Also man müsste das, wenn man streng wissenschaftlich macht, betreiben wir klinische Doppelblindstudie, dass der Experimentator nicht weiß, was das Ergebnis sein kann, weil sonst schüttelt er das eine vielleicht mehr als das andere. Weil es gibt da physikalische Gründe dafür, warum das eine so kristallisiert und das andere anders. Es gibt da viele merkwürdige Effekte, auch den Pemba-Effekt hat ein Junge in Afrika herausgefunden, wenn er kaltes Wasser in den Kühlschrank stellt, gefriert es langsamer als warmes Wasser, wenn er es einstellt. Natürlich ist das auf den ersten Blick merkwürdig und scheint den Gesetzen der Physik zu widersprechen. Als Physiker weiß ich, wenn ich lang genug nachforsche, finde ich raus, warum es so ist. Wenn es reproduzierbar so ist, muss es einen Grund dafür geben. Und ein Grund, den ich mir vorstellen kann, ich habe es nicht überprüft, aber ein einfacher Grund wäre, wenn ich das kalte Wasser direkt aus der Wasserleitung nehme, schön in den Behälter platschen lasse und der Behälter aus Kunststoff ist, dann habe ich viel Wasser gelöst, das dann zu Luftbläschen wird und an der hydrophoben Behälterwand und im Kunststoff dann eine kleine Luftschicht bildet. Und diese Luftschicht isoliert natürlich das Wasser vom Kühlschrank. Und diese Isolationsschicht sorgt dann dafür, dass das kalte Wasser langsam gefriert als das warme Wasser, bei dem wenig Sauerstoff drin ist, weiß man, im warmen Wasser ist weniger Sauerstoff gelöst, dann wird sich so eine Isolierschicht nicht ausbilden. Und dann gefriert es schneller als das schon kältere Wasser. Es muss eine wissenschaftliche Erklärung für den Effekt geben, wenn er reproduzierbar ist. Und man muss halt lang genug danach suchen. Ich habe da eine andere Erklärung gesehen, die mir auch sehr plausibel scheint, genau für diesen Effekt. Und zwar sei das die thermische Bewegung, die im warmen Wasser den Wärmeübergang fördert. Und dadurch der Beginn des Gefrierens beschleunigt wird. Im Endeffekt, bis es komplett durchgefroren ist, kommt man wieder aufs Gleiche raus. Was energetisch eigentlich nicht anders möglich ist. Weil wenn ich einen höheren Energieinhalt abführen muss, bis ich zum kompletten 0 Grad festen Wasser komme, da muss ich einfach länger oder muss ich mehr Energie abführen. Aber nur es geht schneller, wenn sich die Oberfläche des Wassers bewegt. Beim warmen Wasser besser. Ja, aber das warme Wasser erreicht ja irgendwann die Temperatur von dem schon kalten Wasser. Und dann sehe ich jetzt keinen Unterschied mehr zwischen den zwei Behältern. Also zumindest war das die Erklärung, die ich in einem zu dem Thema vielleicht ganz interessanten Publikation gesehen habe. Das war von Geo übers Wasser, Geo-Kompakt oder so. Da gibt es einen Haufen interessante Phänomene des Wassers, die dort erklärt sind. Ja, also ich kenne es nicht. Mir leuchtet es jetzt nicht ein. Ich lasse mich also gerne. Deutschland nicht erklären, ja. Ich sage es nur. Also ich habe beides nicht überprüft. Also bei der Sendung mit der Maus gab es da auch mal einen Fall, wo es eine Erklärung gab von einem Wissenschaftler an der Uni, warum sich die Geschenkbänder, wenn man sie über die Schere streift, aufrollen. Und dann haben andere angerufen und gesagt, nein, das kann so nicht sein, das muss anders sein. Und an der TH Aachen haben das dann geknackt, warum das so sein muss und warum es funktioniert. Es gibt immer wissenschaftliche Erklärungen, man muss lang genug danach suchen. Und vielleicht liege ich richtig falsch und vielleicht gibt es da ein Argument mit der Leitfähigkeit, aber spontan leuchtet mir das jetzt nicht so ein. Aber man kann darüber diskutieren, man muss halt vernünftig bleiben und auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Ich hätte noch eine Frage zu den Homöopathieversuchen, beziehungsweise zu diesen Abklingern der Ordnung im Wasser, wo mit verschiedenen Konzentrationen von Magnesiumchlorid oder anderen Salzen das gemessen wurde. Jeder gestandene Homöopath würde sofort einwenden, wahrscheinlich ist die Potenzierung nicht richtig abgelaufen und es wurde einfach so verdünnt und nicht geschüttelt und potenziert, wie es der Herr Hahnemann vorgeschrieben hat. Ja, dann denke ich, wird die Frau Habenit gerne das von einem Homöopathen verdünnen lassen und das Experiment dann mit der homöopathischen Verdünnung nochmal machen lassen. Ich würde locker mal 10.000 Euro drauf wetten, dass es gleich rauskommt. Aber nur, das ist das Argument, dass man mit wissenschaftlichen Argumenten von Homöopathen oder anderen Esoterikern bei ähnlichen Problemen immer kriegt.
Also ja, irgendwas das nicht so gemacht hat, wie man es machen hätte sollen. Oder dass die Schwingungen schlecht waren oder die Energie oder was auch immer. Ja, dann der Punkt ist halt grundsätzlich, der was behauptet in der Wissenschaft, ist der was behauptet in der Bringschuld. Der muss zeigen, dass es so ist. Die Wissenschaft hat vorgelegt und Experimente gezeigt, die sagen, es kann so nicht sein. Und jetzt sollen bitte schön die Homöopathen kommen und ein wissenschaftliches Experiment nach den Regeln der Kunst vorlegen, wo gezeigt wird, dass es so ist, wie sie behaupten. Und das bleiben sie halt konsequent reproduzierbar schuldig. Und dann ist für mich als Wissenschaftler der Fall auch erledigt, wenn man nur argumentiert, aber die Argumente interessieren mich nicht. Mich interessiert, gibt es ein Argument, bei dem der Homöopath zeigen kann, dass das, was er behauptet, stimmt, über die Struktur des Wassers. Diese Heilerei lassen wir mal außen vor. Kann man sich ganz anders drüber streiten. Aber rein diese Behauptung, Information wird gespeichert. Ich möchte einen wissenschaftlichen Beleg dafür, ein Experiment, bei dem sie zeigen können, dass Struktureigenschaft beim Verdünnen erhalten bleibt. Die Tools dafür gibt's. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen gerne bereit sind. Ich kann es nicht garantieren, aber wenn Homöopathen das wollen, sollten sie mal versuchen, einen Naturwissenschaftler mit der entsprechenden Ausrüstung zu kontaktieren und zu sagen, müssen wir das mal nach. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber solange sie das nicht machen, solange sie den Test scheuen, ist eigentlich auch klar, was los ist. Wenn ich sage, wenn ich könnte, würde ich ja, und wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, nicht tue, dann, und das Geld dafür hätten sie auch, sie machen ein paar hundert Millionen Euro Umsatz, dann könnten sie die Forschung auch locker finanzieren. Es ist nicht so, dass Homöopathiefirmen jetzt arm sind. Wenn sie wollten, könnten sie das mit vorhandenen Methoden beweisen, was sie behaupten. Wenn sie es nicht tun, ja, nur der Öffentlichkeit ist es wurscht. Die wollen lieber dran glauben. Die glauben nicht den Wissenschaftlern, sondern den anderen. Die wissen ja meistens gar nicht, worum es geht. Den Prozess der Verdünnung, ich nenne es so nicht, Potenzierung, das ist eine Ursubstanz und dann ist eine Wirksubstanz da. Ja? Ich frage mich nur, wo ist der Unterschied der Merkfähigkeit des Wassers? Der Önologe würde das schwenken, ja, im Röhrchen, ja. Die Hausfrau würde das schütteln, ja. Der Chemiker würde den Vierfingerschlag machen. Der Homöopath schlägt 10-mal gegen ein Lederpolster, Erdmittelpunkt. Ja, wo ist da der physikalische Unterschied, bitteschön? Und dann soll noch was rauskommen. Es kommt mir so vor wie die Wandlung in der Eucharistie, die aber noch dazu also von Personen vollzogen wird, die die Priesterweihe haben. Die Homöopathen haben ja meistens eine Parkinson-Kranke dort, die schütteln. Ja? Da war es erst ja, ich wollte nur sagen, es ist natürlich eine, da redet man aneinander vorbei. Ich wurde bei einer Podiumsdiskussion allen Ernstes mit den Arbeiten von Jacques Benveniste konfrontiert. Ja, der glaube ich, 1989 eine Antikörperwirkung gezeigt hat. Und es hat sich dann später herausgestellt, die Proben waren verunreinigt, weil die Laborantin hat die Handschuhe nicht gewechselt. Das Paper wurde zurückgezogen von Nature öffentlich. Die Arbeit wird. Sorry, dass ich dich korrigiere, das ist nie rechtfertigt worden. Tatsächlich nicht? Nein, das ist es gab dann einen Folgeartikel, okay, wo Rende und Co. aufgeklärt haben. Wo es erklärt wurde. Das ist nicht vielleicht war damals die richtige Rechtfertigung nicht nach seinen Anweisungen, aber formal zurückgezogen haben sie es auch. Okay. Gab es damals schon formale Reflections? Die Frage. Aber es wurde widerlegt und das Problem ist, dass es in der Esoterik-Szene den Begriff der Falsifizierung nicht gibt. Die kennen das nicht. Und damit reden wir aneinander vorbei. Das ist das Problem. Ich muss jetzt ein bisschen die Esoterik verteidigen. Das ist das Out, Coming Out. Der Masaru Emoto zum Beispiel. Der wird als Wasserforscher herumgereicht in der Esoterik-Szene. Nein, er ist ein Politologe. Er selber hat aber nie behauptet von sich, dass seine Experimente wissenschaftlich sind. Er hat auch eingestanden, dass sie, wie gesagt, nicht reproduzierbar sind. Er hat auch gesagt, er hat keine Kontrollexperimente, keine Kontrollgruppen gehabt und so weiter. Und also sehr vieles
ist einfach benutzt worden, ist dargestellt worden als quasi wissenschaftlich. Er selber hat da nicht, war nicht so schlimm in diesen Behauptungen, es waren wir, die davon profitiert haben. Oder so. Das heißt, du hast jetzt ihr Motto verteidigt, aber nicht die Esoteriker, die das ja benutzen dann. Naja, der Motto ist bei mir unter Esoteriker. Ne? Nicht so sehr unter Pseudowissenschaftler, weil er eben nicht behauptet hat, die Wissenschaftlichkeit. Ja. Dann gibt es andere, die das versucht haben, mehr auf wissenschaftlicher Ebene, der Bernhard Klöppel oder so aus Stuttgart, die gesagt haben, ja, sie wissen auch nicht genau, sie haben das also ganz nach wissenschaftlichen Kriterien. Der war Luftfahrtingenieur, immerhin. Und der hat auch gesagt, das Experiment, es kommt jedes Mal was anderes raus. Der einzige, man kann es reproduzieren, kann man es nur, wenn dieselbe Versuchsperson. Der Versuchsleiter dasselbe ist. Ne? Also es ist, als ob die Aura des Versuchsleiters da hineinspielt. Ne? Was natürlich auch ihn zu einem Star unter den Esoterikern gemacht hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die theoretische Homöopathie, also die Pseudowissenschaft, die versucht, den Wirkmechanismus irgendwie darzustellen, ist ja auch mit der Zeit gegangen. Die klassische Wassercluster-Theorie, dass das Molekül, der ummantelt wird und dann diese Struktur bestehen bleibt, die ist also nach meiner Wahrnehmung schon irgendwann um die Jahrtausendwende verschwunden. Und man hat sich dann darauf verlegt, um nur ganz allgemein zu sagen, die Information bleibt erhalten im Wasser, aber nicht wie genau, ja? Dass das also so physikalische Strukturen sind, also der Vergleich mit der CD, ne, die auch ist immer dasselbe Material und immer ein anderes Lied oder so. Sehr durchsichtig, sinnig ist. Den findet man so gut wie gar nicht mehr heutzutage. Früher war das die Standarderklärung. Und das Problem dabei ist, dass der Fortschritt der Wissenschaft den Esoterikern ein bisschen hilft sogar. Weil was die sagen oder was ich in so Gesprächen rausgehe, ist, ja, die Wissenschaft weiß viel über Wasser, aber sie weiß wahnsinnig viel nicht. Ja? Und deswegen kann sie nicht sagen, das kann so nicht sein, da kann keine Information gespeichert werden. Ne? Sie kann vielleicht sagen, auf diese Art kann keine Information gespeichert werden. Aber wer weiß, was sonst noch sein kann. Es gibt ja regelmäßig zu den Dutzenden von Anomalien des Wassers, kommen da immer neue dazu. Ne? Da haben sie jetzt vor 10 Jahren oder was, Max-Planck-Institut, da dieses hochdichte Wasser an der Grenzfläche irgendwie gehabt. Dann kam in Graz da diese Wasserbrücke, wenn man das von der Strom durchleitet, wo das Wasser rausklettert aus dem Glas und so. Alles zu der Zeit zumindest nicht erklärlich, ja? Immer neue Wunder. Und dann sagt man aber weiß, das kann nicht gehen. Na, das ist ja unglaubwürdig. Ne? Das ist auch verständlich, diese Position. Ich sehe schon zum Teil kritisch, wie Kollegen manche Forschungsergebnisse verkaufen, weil ich halt sehe, wie das instrumentalisiert wird. Und auch ich habe einen Artikel im Spektrum der Wissenschaft über Nanowasser geschrieben und der ist dann auch mal als Beleg auf einer Esoterik-Seite aufgetaucht. So von wegen wissenschaftlich geprüft, kauft unser Nanowasser, da habe ich natürlich sofort interveniert und gesagt, wenn mein Name nicht verschwindet hier von der Seite, dann werde ich rechtliche Schritte einleiten, ist dann auch sofort passiert. Also man ist da immer, man hat Schwierigkeiten als Wissenschaftler, die Grenze zu ziehen, man muss beim Promoten der eigenen Ergebnisse aufpassen, dass das möglichst vernünftig bleibt und die Public Relations Abteilungen der Universitäten sind da natürlich dabei, Sachen zu vereinfachen, schön griffig zu formulieren und dann schleichen sich relativ schnell in Presseerklärungen halt auch irgendwelche Esoterikbezüge ein und da muss man aufpassen, dass das nicht so ist. Und man hat nicht immer über alles Kontrolle. Das ist ein Problem, auch die Quantenphysik. Es gibt wahrscheinlich mehr Bücher über Quantenphysik und Esoterik als über Quantenphysik an sich. Und das ist halt befeuert worden über die ganzen spukhaften Fernwirkungen und
merkwürdigen Effekte, die man versucht hat, anschaulich auf das tägliche Leben zu übertragen. Ich würde natürlich sagen, in der Quantenmechanik kann ich auf zwei Türen durchgehen oder durch zwei Türen gleichzeitig durchgehen, dann ist das merkwürdig und regt die Fantasie an und man glaubt dann, dass man beamen kann oder sonst irgendwelche widernatürlichen Sachen. Fakt ist, die Quantenmechanik beschreibt die Welt so, wie wir sie kennen. Und die Quantenmechanik erlaubt nichts, was der täglichen Erfahrung widerspricht. Die Quantenmechanik entwickelt ihre Merkwürdigkeiten in extremen Situationen auf kleinen Skalen, wo man die Experimente entsprechend designen muss, dass man die Effekte sieht. Aber sie sind nichtsdestoweniger die Realität, wie wir sie tagtäglich haben. Und wenn man sagt, Quantenmechanik, wo ist Quantenmechanik im Alltag? Die Tatsache, dass wir sehen können, ist Quantenmechanik. Wenn es die Quantenmechanik nicht dafür sorgen würde, dass die Moleküle in der Netzhaut so funktionieren, wie sie es tun, die ganzen Übergänge, die elektronischen Anregungen, die dafür verantwortlich sind, dass die Moleküle im Auge das Photon verarbeiten können, an die Nervenzellen den Reiz weiterleiten, ist alles Quantenmechanik. Dass der Alltag, jedes Molekül, das Molekül, Wassermolekül so aussieht, wie es aussieht, dass die chemischen Bindungen so funktionieren, wie sie funktionieren, ist alles Quantenmechanik. Wenn man ohne die Quantenmechanik vorgibt, dass eben ein Wasserstoffatom nur eine Bindung machen kann und dass die Schalenstruktur von den Atomen von 1s über 2s, 2p, 3s, 3p, 3D-Orbitale, das ist alles inhärent Quantenmechanik, aus der die Chemie folgt, streng genommen. Natürlich kann man nicht die ganze Chemie physikalisch vorhersagen, weil sie zu vielfältig ist, aber die chemischen Eigenschaften beruhen auf quantenmechanischen Effekten. Und am Ende ist es eine Frage der Gewöhnung. Und wenn man mal genügend lang mit Quantenmechanik gearbeitet hat, dann ist das halt ganz normal und auch nichts Besonderes mehr. Dass natürlich der Öffentlichkeitseffekt groß ist, wenn ich sage, ich habe jetzt gebeamt, ist klar. Dass das Beamen aber beim Kollegen im Labor nicht bedeutet, dass er jetzt Scotty einen Menschen von A nach B gebeamt hat, sondern dass eine quantenmechanische Eigenschaft eines Atoms von A nach B gebeamt wurde, aber das Atom an Punkt A bleibt und das andere Atom an Punkt B schon war, ist halt eine Definitionssache. Nur in der Öffentlichkeit bleibt haften, nee, im Prinzip kann man beamen. Und die Physik sagt immer noch ganz klar, und das wird sich meiner Überzeugung nach auch nichts daran ändern, so wie wir es von Raumschiff Enterprise kennen, wird man nie beamen können. Und das ist auch nie so passiert. Aber wie gesagt, der Grat ist schmal, und wenn mal irgendwas in der Öffentlichkeit ist, was gern missverstanden wird, es müssen schon sehr gute Wissenschaftsjournalisten sein, dass ein Artikel nicht verfälscht wird. Aber es ist ein Problem, eine wissenschaftliche Erkenntnis so aufzubereiten, dass sie für die Öffentlichkeit interessant ist. Und natürlich muss die Wissenschaft die Öffentlichkeit auch darüber informieren, was sie denn alles macht, weil man einen Haufen Geld verbraucht. Ist logisch. An der Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, unser wichtigster Output, wo wir an die Gesellschaft das Geld doppelt und dreifach zurückzahlen, sind nicht unsere wissenschaftlichen Publikationen. Das ist die letzte Folie. Das ist der Output, der das Geld wert ist. Jeder dieser Mitarbeiter, wenn er in die Industrie geht, bringt dann das Zehnfache an Wirtschaftsleistung wieder rein, was seine Ausbildung gekostet hat oder noch mehr. Davon, das ist unser Output, zu dem stehe ich. Und die wissenschaftliche Erkenntnis kann irgendwann wichtig werden, vielleicht auch nicht. Wir haben auch Industriekooperationen, bei denen wir Unternehmen helfen, ihre Produkte zu verbessern, ihre Prozesse zu verbessern, Energie einzusparen, Geld zu verdienen. Auch da
zahlen wir an die Gesellschaft zurück. Und, aber es muss nicht so sein. Der wesentliche Output ist Forschung und also der wesentliche Output ist die Lehre. Zum einen dadurch, dass wir eben über Vorlesungen kritisch denkende Menschen ausbilden, die dann mit ihrem naturwissenschaftlichen Fundament Sachen entwickeln können, Geräte bauen können, Smartphones bauen können und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, werden wir sehen, ob die irgendwann sich auszahlen oder nicht, das weiß ich nicht. Zum Teil werden sie es, zum Teil nicht. Die meisten Publikationen, die man schreibt, werden nicht in Wirtschaftsleistung münden, ein paar vielleicht schon, ein paar in 10 Jahren, ein paar in 100 Jahren. Aber wenn man nicht Wissenschaft macht, gibt es keine gut ausgebildeten Leute, die dann in der Industrie, in der Gesellschaft wirken und auch naturwissenschaftlich kritisches Denken weiterverbreiten. Und ohne naturwissenschaftliche Ausbildung, also ich kann nur von mir selbst ausgehen, rückblickend bin ich härter geworden beim Entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ich habe vor, bevor ich aktiv Wissenschaft gemacht habe, nicht so kritisch gedacht. Und man lernt in der Promotion einfach sehr schnell, sehr viel präziser Sachen zu analysieren, nüchterner zu analysieren. Und ich erlebe es jetzt auch als Betreuer von jungen Wissenschaftlern, wenn ich sage, vergiss es, dann schauen sie mich an, entgeistert, hat das so viel Arbeit gemacht und könnte nicht vielleicht doch. Und man sagt, nein, das wird nichts. Das ist halt die Erfahrung, die man dann hat nach 20 Jahren, dass man sieht, das ist ein Irrweg und dass man auch sieht, wo die Probleme liegen. Und das ist ein Effekt, glaubt die Gesellschaft braucht, Leute, die das können. Nicht nur im Labor, sondern auch ja, im gesellschaftlichen Diskurs. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ja. Noch dringende Fragen? Eine vielleicht nur? Wenn Wasser fest ist bei 0 Grad, gibt es auch Eis, das minus 100 Grad hat oder bleibt? Hat Eis dann immer null? Ja, man kann Eis natürlich weiter abkühlen. Aber wie ist das dann, wie kann man sich das vorstellen, wie diese Schwingung der Struktur, oder wie unterscheidet sich ein Eis bei minus 200 Grädiges von einem minus 10 Grädiges? Es ist fester. Also es ist das heißt fester und fester. Es ist weniger, also es schwingt weniger. Also man hat die Temperaturerhöhung in einem Festkörper sind auch Anregungen von kollektiven Schwingungen. Und die sind bei 0 Grad im Eis stärker angeregt. Im Eis ist noch relativ ungeordnet im Vergleich zu einem anderen Festkörper. Da werden die nicht so langreichweitig sein, wird stärker lokalisiert sein. Aber die Amplituden der Schwingungen sind größer und es sind Schwingungen, die eine höhere Frequenz haben, mit angeregt. Also einerseits Amplitude der Schwingungen, andererseits Frequenzbereich der Schwingungen geht beides nach oben. Und bei 0 Grad ist es halt maximal für Eis, weil danach ist es verschwunden. Und beim weiteren Abkühlen bewegen sich alle Atome im Eis weniger stark. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt an Defekten Platzwechsel stattfinden, sinkt. Deswegen ist Eis, in dem Sinn wird alles dann fester. Ändern sich dann nicht auch die Modifikationen? Da gibt es ja Tieftemperaturmodifikationen, die auch andere Strukturen haben. So wie da müssten Sie meinen Kollegen Thomas Lörting hierher einladen. Über Eis kann der viel, viel mehr erzählen als ich. Ich glaube, es war jetzt auch irgendein Nobelpreis für diese Tieftemperatur, ganz Tieftemperaturmodifikation von Eis. Ich war nicht der Physik-Nobelpreis über sowas, über irgendeine statistische Behandlung von dem? Also, Tieftemperatur-Eis ist nicht meine Spezialität. Und auch Eis als Festkörper, als ausgedehnter Festkörper ist nichts,
womit ich mich tagtäglich beschäftige, sondern vielleicht mal einen Vortrag darüber höre, aber da wissen Sie, wenn Sie interessiert sind, eher mehr als ich. Ich würde sagen, wir vertagen die restlichen Fragen und Anmerkungen auf den privaten Kreis. Der Bayer bleibt noch da heute Abend. Wir können uns gerne nachher noch bei Bier und Pizza oder was auch immer unterhalten. Einmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ein paar Sachen möchte ich am Schluss noch sagen, bevor wir das Buch verlosen. Bei einem wollte ich widersprechen. Sie sagen, Homöopathen kann man nicht überzeugen. Es gibt Homöopathen, die überzeugt werden konnten. Also eine arbeitet mittlerweile bei der GWUP. Nathalie Krams. Also es gibt ein paar Ausnahmen und auch wenn heute keine Homöopathen da sind, das Video von dem Vortrag kommt auf YouTube, unseren YouTube-Kanal und ja, vielleicht schaut ja auch dann der eine oder andere noch nicht Bekehrte rein. Ja, also in den nächsten Tagen sollte das Video auf unserem Kanal sein. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir jetzt die Domain skepticsinthepub.at gesichert haben, also einfach zusammengeschrieben. Da kann jeder reinschauen und alle Infos zu unserer Reihe finden. Ja, damit komme ich zur Buchverleihung. Ich bitte die Glücksfee auf die Bühne. So, ja, das sagen wir, die sind ausgestorben. wir machen das jetzt folgendermaßen. Die Glücksfee sucht blind ein Wort aus auf irgendeiner Seite und wir nehmen den dritten Buchstaben. Wer ist das erste Mal oder das zweite Mal hier? Ja, das sind schon ein paar. Also, wir machen das folgendermaßen. Wir haben schon ein Wort. Ja. Und wir nehmen den dritten Buchstaben und wessen Vornamen mit diesem Buchstaben beginnt, der und am schnellsten aufzeigt, der kriegt das Buch. Also das Wort heißt abstürzen und damit S. Wir haben einen Gewinner. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Leider nicht original signiert, weil wie gesagt, Florian ist leider sehr immobil, also gar nicht Nachweis. Bitte gerne viel Spaß damit. Ich glaube, nächste Woche, Mittwoch, gibt es eine Lesung aus dem Buch beim Morawa. Da kannst du dir sicher eine Signatur vom Autor holen. Ja, jetzt noch ganz am Schluss Hinweise auf folgende Veranstaltungen. Und zwar zuerst auf eine befreundete Veranstaltung, nämlich A Pint of Science. Und da bitte ich jetzt eine der Organisatorinnen auf die Bühne, Friederike Schlumm, bitte. Ja. Dankeschön, dass ich kurz hier die Möglichkeit bekomme, ein paar Worte zu sagen. Ich habe hier schon ein paar Flyer ausgelegt, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Pint of Science ist ein internationales Wissenschaftsfestival, was letztes erstmals nach Österreich gekommen ist, in Innsbruck stattgefunden hat und im kommenden Jahr werden wir auch hier in Wien sein. Ich kann leider noch nicht so viele Details sagen, weil wir noch in der Planungsphase sind. Das Ganze ist aber so gedacht, dass eben lokale Wissenschaftler ihre eigene Forschung vorstellen. Wir haben heute ein bisschen was aus Innsbruck gehört, aber woran forscht eigentlich Wien? Und das Ganze findet dann entsprechend ähnlich wie hier, statt im Hörsaal, eben dann in einer entspannten Pub-Atmosphäre statt. Wir haben in Wien sehr wahrscheinlich drei Pubs, die parallel laufen, an allen drei Tagen. Das Ganze findet vom 15. bis zum 17. Mai statt. Wir werden Vorträge haben aus